Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unserer Sonne, die gesamte Sonnensystem durch die platonischen Jahre. Und ein platonisches Jahr dauert etwa 26.000 Jahre. Aber trotzdem verschiebt sich etwas. Und diese Verschiebung, das wird in indischer Astrologie berücksichtigt. Deswegen ist das eine sehr präzise Berechnung. Aber anderes als in westlichen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Azuarila, ich grüße dich. Es ist zwar nicht dein Horoskop, dein Geburtshoroskop, sondern das ist der Geburtshoroskop von deinem Sohn Tiarin. Lieber Tiarin, das ist dein Geburtshoroskop. Als erstes möchte ich mich bedanken für diese Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop, und ich habe auch erklärt, was bedeuten diese 12 Lebensbereiche. Und jetzt gehen wir auf die Wesentlichen, nämlich Geburtshoroskop. Als erstes möchte ich diese Engel beschreiben, weil das ist dein Schutzengel. Das heißt, diese Engel herrschte in dem Tag, wo du geboren bist, und gilt als dein persönlichen Schutzengel. Diese Engel heißt nach Kabbalah Mithael und hat die Zahl 54. Und diese Zahl 54 wird dir auch etwas bedeuten in dein Leben. Engel Mithael ist der Engel der ewigen Jugend. Engel des Glücks. Hütet das Wissen über die Erde, bringt Schönheit und Glanz, hilft bei Operationen und hilft bei Heilung, bringt uns die jugendliche Frische und gibt uns Lebenskraft, gibt uns das Gefühl für Schönheit, Ästhetik und unterstützt Künstler. Hilft unsere Ziele verfolgen und hilft unseren Ideen im Tat umsetzen. In diesem Moment, wo du geboren bist, in diesem Augenblick, ist die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont aufgestiegen. Wie ein Sonnenaufgang. Aber in dem Moment, wo du geboren bist, schon zwei Drittel von den Tierkreiszeichen Fischen schon den Licht erblickt hat. Und dann bist du geboren. Das bedeutet, dass diese Tierkreiszeichen Fischen erscheint hier, hat einen Einfluss auf den 12. Lebensbereichen, wo um die Geheimnisse geht, aber öffnet den Tor zum 1. Lebensbereich, weil das ist dein Lagna oder dein Aszendent. Und das bedeutet, du bist ein Kind davon. Und diese Energie, das ist wie ein Kostüm, was wir tragen, diese Energie begleitet dich bis zu deinem Lebensende.
beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, beeinflusst dein Auftreten. Und so bist du auch wahrgenommen, weil das ist der erste Eindruck. Dieser Tierkreiszeichen Fischen ist sehr geheimnisvoll und auch künstlerisch begabt. Und dann sind wir im Einklang zu deinem Schutzengel. Das ist diese künstlerische Begabung. Und du nimmst vieles sehr feinfühlig wahr in dein Leben. Die Tierkreiszeichen Fischen bestehen aus zwei Fischen, tatsächlich im Himmel auch. Astronomisch heißt es den südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Und sie schwimmen in verschiedenen Richtungen und sind im Wasser. Und dieses Wasserelement symbolisiert die Gefühle, auch die Intuition und auch die Inspiration. Wenn du Angst hast, das bremst, das wäre die falsche Richtung. Verabschiede von dieser Angst und bleib in diesem Vertrauen, weil genau hier ist der Reichtum verborgen, auch der finanzielle Reichtum. Ganz viele Bankiere sind im Tierkreiszeichen Fischen geboren oder haben Aszendent Fisch. Die haben eine Spürnase zum Geld und sie schwimmen im Geld. Also dieser Reichtum ist sogar auch möglich. Aber bedeutet auch Reichtum von Ideen oder einen inneren Reichtum. Vorausgesetzt ist, wenn man das vertraut, wenn man daran glaubt, dieses Bild zum Pflegen, diese Vision zum Haben und dann im Vertrauen bleiben. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Die zweite Lebensbereich, hier handelt sich um dein Selbstwertgefühl, aber auch um Finanzen. Energetisch hängt das Hand im Hand zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin das gar nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, dann verdient eben nicht. Also leidet die Finanzen. Wenn jemand eine andere Einstellung hat und sagt, ich habe es verdient, ich bin es wert, dann verbessern sogar die Finanzen. Und dieser Lebensbereich hat auch ein geheimen Tor. Und diese geheime Tor öffnet sich mit Widder. Und die Tierkreiszeichen Widder hat nicht nur hier einen Einfluss, sondern beeinflusst deine Persönlichkeit. Das ist eine Mischung aus Tierkreiszeichen Fischen und eine Mischung aus Tierkreiszeichen Widder. Die Widder gehört zum Feuerelement. Und das ist sehr aktiv und zeigt auch Begeisterung. Und wenn ein Widder von etwas begeistert ist, dann kann man das gar nicht bremsen. Weil die Widder setzt sofort alles in Bewegung. Und die Widder hat immer die Kraft und Mut, auch mal etwas Neues beginnen. Und diese Widder-Energie ist sehr männlich, weil über die Tierkreiszeichen Widder herrscht Mars. Und das ist schon eine kraftvolle männliche Energie. Und das beeinflusst auch dein Auftreten. Das bedeutet, du hast diese liebenswürdige, feinfühlige, kreative Art und das ist immer der erste Eindruck von dir. Vielleicht manchmal sogar ein bisschen verträumt. Aber die Menschen überschätzen dich.
weil die meinen, du bist immer so liebevoll und sanft. Aber wenn das drauf ankommt, dann zeigst du Kraft und setzt du dich durch. Und diese Mischung, das macht dich sehr interessant. Das ist immer der erste Eindruck, der wieder gehört, aber auch auf deine Persönlichkeit. Und wie ich schon sagte, diese Widerenergie beeinflusst auf dein Selbstwertgefühl, und das ist schon Kraft, und beeinflusst sogar die Finanzen. Und das bedeutet, du hast immer die Kraft und Mut, deine Finanzen in Ordnung zu bringen. Der dritte Lebensbereich ist interessant, das ist die Schule. Und wie fühlst du dich in die Schule? Wie erlebst du das? Später zeigt sich in diesem Lebensbereich die Verbindungen, die Kommunikation, eine Art Austausch. Wissen aneignen, Wissen vermitteln oder neugierig zu sein. Das sind die Nachrichten, Medien, Kommunikation, Verbindungen. Zeigt auch die Geschwister oder Verwandten oder Nachbarn, die Menschen in deinem vertrauten Umgebung. Und dieser Lebensbereich hat auch hier ein Tor, ein geheimes Tor, und dieser geheime Tor öffnet sich mit Stier. Aber dieser Tierkreiszeichen Stier hat einen Einfluss auf deine Finanzen auch. Und die Tierkreiszeichen Stier symbolisiert Besitz. Das ist die Tierkreiszeichen für Wohlstand. Die Fische ist die Reichtum, Stier ist die Wohlstand. Und das ist immer sehr gut, wenn du Stier hier im zweiten Lebensbereich hast, weil dann hast du ein gutes Gefühl zum Geld. Bei Widerenergie kann passieren, dass du zu schnell handelst und zu schnell Geld ausgibst, was vielleicht später bereust. Aber damit alles gut funktioniert, unterstützt dich die Stierenergie. Stier ist bequem, ruhig und genießt das Leben. Und so kannst du das Leben genießen mit deinen Verwandten, mit deinen Nachbarn, mit deiner Umgebung. Und das ist immer eine schöne, harmonische Verbindung. Und Stier vermittelt auch sehr viel Ruhe. Die vierte Lebensbereich. Das ist der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich die Rundenformat betrachte. Und das ist die Basis. Das ist die Fundament. Ich vergleiche das immer mit einem Baum, und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verankert, verwurzelt. Und hier sind die Ahnen, die Traditionen. Hier zeigt sich auch die Wohnsituation. Und gibt uns natürlich Sicherheit und Stabilität. Und auf diesem Boden kann man bauen. Das heißt, das ist die Wurzel des Baumes, und von hier aus dehnt, wächst und dehnt alles. Und diesem Lebensbereich hat auch hier ein Tor, und dieses Tor öffnet sich mit Zwillinge. Und das bedeutet, du wirst wohnlich immer wieder mal verändern. Und du liebst helle Räumigkeiten. Das muss hell sein und freundlich. Du brauchst Luft. Und die gelbe Farbe in deiner Wohnung oder dein Haus, das ist das, was entspricht deinem Geschmack. Die Tierkreiszeichen Zwillinge hat auch einen Einfluss auf den dritten Lebensbereich, wo um die Schule geht. Und das zeigt natürlich deine Intelligenz.
Aber durch den Stil kann passieren, dass manchmal kommt ein bisschen Faulheit. Fünfter Lebensbereich sind die Kinder. Und das bedeutet später deinen Kindern, noch später dein Enkelkinder, auch deine Kindheit. Und das ist so wichtig, so wichtig. Und wir können so viel von Kindern lernen. Und wir sollten auch von Kindern lernen, weil sie zeigen uns etwas sehr Wichtiges. Mal etwas spielerisch betrachten im Leben. Und das zeigt auch Lebensfreude. Und hier liegt die schöpferische Kraft, so wie dieses Kind zeichnet hier. Der ist so schöpferisch. Und wir brauchen diese Kraft, auch später als Erwachsenen auch. Und diese Tür öffnet sich mit Krebs. Und das ist sehr, sehr familiär. Und du hast dieses Glück, in einer behüteten Familie aufzuwachsen. Das ist die Krebsenergie. Auch diese Mütterlichkeit. Du hast Schutz zu Hause. Und so wird auch dein eigen Zuhause auch sein. Mit Zwillingenergie ist mehr luftig, aber mit Krebsenergie wirst du immer das Gefühl haben, das ist meins, das ist mein Zuhause. Und du findest immer diesen Ort, wo du dich ausruhen kannst. Der sechste Lebensbereich hier zeigt den Alltag, den Pflichten und die Arbeit und auch die Gesundheit. Hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Löwe. Und die Tierkreis zeichnen Löwe hat einen Einfluss auf den fünften Lebensbereich, die Kindheit. Und Löwe fühlt sich sehr wohl hier, weil Löwe zeigt diese schöpferische Kraft. Und das wirst du nicht nur in deiner Kindheit erleben und findest deine Lebensfreude. Und das würde dir sehr gut passen, sehr, sehr gut künstlerisch arbeiten. In einem Theater oder Film oder als Musiker, du brauchst die Bühne, du brauchst Zuschauer. Und das ist schon die Löwe-Energie hier, wo deine Kreativität liegt und auch deine Arbeit. Du brauchst diesen Glanz, du brauchst diese Bühne. Der siebte Lebensbereich liegt im ersten gegenüber. Das ist dein Geburtsmoment. Und in diesem Augenblick, wo du geboren bist, hast du in diesem Spiegel geschaut und erschien deine Seelenpartnerin. Das verdrängen wir später, weil das ist alles dann im Unbewussten. Aber deine Seele erinnert sich daran. Und genau mit diesem Spiegel öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Und hier erscheint die Tierkreiszeichnen Jungfrau. Und es ist Ordnung. Jungfrau bringt alles in Ordnung. Und Jungfrau vermittelt auch Klugheit, kluge Entscheidungen. Dann folgt die achte Lebensbereich. Das ist gar nicht einfach zu beschreiben. Man könnte sagen, das ist der Tod. Natürlich steht in Verbindung zum Tod, Todesfall und Erbschaften, aber das ist wirklich nur in seltenen Fällen, weil dieser Lebensbereich beschreibt eher das Loslassen. Etwas loslassen
oder kündigen oder trennen von etwas, was im Weg steht, was Kraft und Energie raubt. Und das ist der Prozess der Transformation. Und diesem Lebensbereich öffnet sich mit Waage. Aber diese Tierkreiszeichen Waage wirkt auf deine Partnerschaft auch. Die Waage ist natürlich sehr harmonisch. Und hier in diesem achten Lebensbereich sind auch Themen wie Finanzen, Geld investieren oder Ämter wie Finanzamt oder Banken, Versicherungen. Warum? Weil das genau gegenüber von zweiten liegt und das spiegelt auch etwas. Und da hast du natürlich dieses Glück, dass du das immer im Gleichgewicht halten kannst. Und diese Waage symbolisiert auch die Rechtlage, die Gerechtigkeit. Und das kommt auch in Harmonie. Die Waage unterstützt und hilft, diese Harmonie zum Herstellen. Und Waage beeinflusst deine Partnerschaft und das ist schön und angenehm. Die neunte Lebensbereich hat mit Reisen etwas zu tun. Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprachen zeigt auch Bildung, eine höhere Bildung und eine innere Reise. Die Suche nach Gott, die Suche, das Sinn des Lebens und diesem Lebensbereich öffnet sich mit Skorpion. Und das ist schon in die Tiefe zu schauen. Die Skorpion forscht eher in die Tiefe und zeigt auch genau diese Transformation, was die achte Lebensbereich auch vermittelt. Dann kommt die zehnte Lebensbereich, die Krone des Baumes, das ist das Höchste, was wir erreichen können, zeigt auch, wie wir unsere Ziele erreichen können und zeigt unsere Berufung. Und diese Tür öffnet sich mit Schütze. Aber die Schütze beeinflusst auch den neunten Lebensbereich. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört auch zum Feuerelement, ist auch mutig und beweglich. Die Schütze hat einen Bezug zum Reisen, also kann auch Ausland, Auslandsverbindungen, Auslandskontakte auch bedeuten. Und die Schütze hat hohe Ziele und hohe Ideale und das ist wunderbar. Das Problem ist manchmal, wenn man mehrere Ziele hat und verliert man die Orientierung. Aber das Bild hilft, weil zeigt etwas. Dieser Pfeil zeigt die Lösung, zeigt die Richtung, die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch sind da unsere Wünsche geschrieben. Also wenn du Wünsche hast, was du im Ausland erreichen möchtest oder was du beruflich erreichen möchtest, auch wenn anderen sagen, das vergiss es, das erreichst du sowieso nicht, bleib in deiner Vorstellung. Das kann auch hohe Ziele sein. Und bleib konzentriert in diese Richtung, dann erreichst du das auch. Elfte Lebensbereich liegen die Hoffnungen und Wünsche, aber auch Freundschaften. Nicht nur Freundschaften, sondern Verbindungen zum anderen Menschen, eine Gruppe von Menschen, ein Verein oder eine Partei, das zum Gründen oder der Anmelden. Also diese Themen gehören auch hier und diese Tor öffnet sich mit Steinbock.
Und die Steinbock-Energie beeinflusst dein 10. Lebensbereich. Die Tierkreiszeichen Steinbock wirkt in jungen Jahren eher beschränkend. Und das erlebst du in deinem Freundeskreis, weil da hast du Lernaufgaben. Also das würde die Richtung was sagen, dass in jungen Jahren bist immer wieder enttäuscht von Freunden. Das Gute ist, dass in zweiter Lebenshälfte wirkt Steinbock vorteilhaft. Sorgt dafür, dass Ordnung kommt, Sicherheit, Stabilität, eine Struktur. Was dich unterstützt, diese Steinbock-Energie, dass du deine Ziele erreichen kannst. Weil das ist die Stärke, die Steinbock-Geborenen, und Steinbock wirkt auf deine Ziele, auf den 10. Lebensbereich. Und das bedeutet, die Steinbock-Geborenen geben nicht auf. Egal wie lange das dauert, sie haben die Geduld und Ausdauer. Und diese Steinbock-Energie hilft dir dabei, all deine Ziele auch zu erreichen. Schütze zeigt die Richtung und Begeisterung, setzt die Bewegung, und Steinbock gibt dir die Kraft, die Ausdauer und Geduld. Im 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse, karmischen Themen, manchmal auch die geheimen Feinde. Und dieses Tor öffnet sich mit Wassermann. Und die Wassermann hat auch noch einen Einfluss auf die 11. Lebensbereich. Wassermann ist manchmal ungewöhnlich, außergewöhnlich. Und das wirst du auch erleben. In jungen Jahren kommen Enttäuschungen im Freundeskreis. Aber da liegt auch eine gewisse Lernaufgabe. Später wird das besser. Und die Wassermann-Energie zeigt, du wirst ganz außergewöhnliche Art und Weise deine Freunde finden. Oder bedeutet auch, du bist sehr außergewöhnlich und so bist du im Freundeskreis wahrgenommen. Oder du hast sehr ungewöhnliche Menschen, wirst du begegnen, außergewöhnliche Menschen, die einzigartig sind. Jetzt Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau im 6. Lebensbereich. Also hier Jungfrau, aber im 6. Lebensbereich, das wird für dich sehr, sehr wichtig sein, deine Arbeit, weil da fließt deine Lebenskraft. Und bei Jungfrau bedeutet, dass du sehr präzise arbeitest, manchmal bist sogar kritisch dir selbst gegenüber. Bei Jungfrau-Energie könnte in Richtung Heilung gehen. Mond befindet sich im Steinbock im 10. Lebensbereich. Mond hat einen Einfluss auf deinen Gefühlen, symbolisiert auch deine Mama. Und deine Mama zeigt auch, dass du nicht aufgeben sollst, sondern du sollst deine Ziele erreichen. Und du nimmst diese Energie auf, du saugst das ein und das prägt deine Persönlichkeit, dein Schicksalsweg, dein Leben, das prägt dein Leben, hat etwas mit deinen Gefühlen auch was zu tun, und dein Gefühl sagt immer, du musst immer oben sein. Aber du kannst auch im Hintergrund arbeiten. Jungfrau muss nicht glänzen. Jungfrau ist bescheiden und liebt auch mal im Hintergrund zu sein. Das kannst du auch. Das ist deine Sonnenkraft. Sonne hat einen Einfluss von Vater. Sonne symbolisiert der Vater. Mond symbolisiert die Mutter. Aber dein Gefühl sagt,
du musst immer vorne sein, ganz oben sein, weil dann fühlst du dich wohl, weil da bekommst du die Anerkennung. Merkur ist der Planet der Kommunikation. Nicht nur die Kommunikation, sondern die Handlungen. Merkur hat einen Einfluss auf Jugend und schenkt immer eine jugendliche Ausstrahlung. Diese Merkur-Energie ist in Tierkreiszeichen Waage und wirkt im siebten Lebensbereich. Also Merkur im Waage im siebten Lebensbereich. Und das hat einen Einfluss auf deine Partnerschaft. Und das bedeutet, da kommt immer diese jugendliche Frische mit Waage-Energie, die Harmonie, die Schönheit, die Kreativität. Aber Merkur zeigt auch Wissen. Du brauchst eine Frau, die kreativ ist, der schön ist, aber hat was im Kopf, eine intelligente Frau, eine gebildete Frau. Jupiter. Jupiter zeigt die inneren Größe, das ist die innere Sonne, zeigt unsere Größe. Und wir sollen mit unserer Größe bewusst sein. Nichts übertreiben, aber uns auch nicht klein halten lassen. Und so haben wir eine gesunde Verbindung zu unserem Selbst. Und genau das zeigt die Jupiter-Energie. Jupiter befindet sich im Waage, auch im siebten Lebensbereich. Also Waage im siebten Lebensbereich. Jupiter bringt Glück. Und das heißt, du hast Glück in Partnerschaft. Saturn. Aber vor Saturn kommt, darf ich nicht übersehen, die Venus-Energie. Natürlich ist das sehr wichtig. Venus ist die Planet der Liebe. Venus befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das im achten Lebensbereich. Venus in Skorpion im achten Lebensbereich. Venus ist eine weibliche Energie. Aber diese weibliche Energie haben Männer auch, weil sie lieben auch das Schöne und sie haben auch guten Geschmack. Und unter Männern gibt es auch Künstler. Also brauchen die Männer auch diese Venus-Energie. Und hier in Skorpion und gerade in diesem Bereich, achte Lebensbereich, handelt sich hier um die Transformation. Und das ist sehr geheimnisvoll. Und das zeigt die Tiefe. Und in diesem Tiefe ist eine Quelle. Und das ist nichts anderes als die Intuition und Inspiration. Und das würde bedeuten, wenn du das entdeckst in dir, dass du dieses Talent hast, dann kannst du dich verwirklichen im künstlerischen Bereich. Venus bedeutet nicht diese künstlerische Richtung oder dein Schönheitssinn, sondern bedeutet auch die Frau,
was zu dir passt. So viel haben wir schon festgestellt hier, dass die Frau soll schön sein. Waage wirkt auf dem siebten Lebensbereich. Hier ist auch Merkur und das bedeutet klug. Der siebte Lebensbereich öffnet sich mit Jungfrau. Also diese Dame soll auch bescheiden sein und klug. Und dann kommt die Skorpio dazu. Venus im Skorpion. Diese Dame soll geheimnisvoll sein. Geheimnisvoll und auch erotisch. Dann kommt Saturn. Saturn ist der Planet der Schicksal. Beeinflusst auch unserem Schicksalsweg. Und Saturn ist auch der Planet der Karma. Und Saturn belehrt uns auch. Saturn befindet sich im Krebs. Und das im vierten Lebensbereich. Saturn hier im vierten Lebensbereich. Saturn belehrt dich. Du brauchst in dein Leben die Basis und die Fundament. Auch wenn hier Luftelement ist und das ist eine gewisse Leichtigkeit oder spielerisch. Oder Wasserelement, das schwimmt ein bisschen davon. Wie soll es mit Luft und Wasser diesen Boden verspüren? Das, was du lernst, in dein Leben, auf dich selbst vertrauen. Mit diesem Hintergrund, dass du Familien hast, dass du sehr gut kommunizieren kannst mit anderen. Die Unterstützung ist da. Aber du wirst in dein Leben viel selbst erreichen. Und du baust etwas aus eigener Kraft auf. Das kann natürlich auch Selbstständigkeit sein. Und hier Saturn sagt klar und deutlich, vertraue an dir selbst. Die Zwillinge erzählen etwas. Das sind zwei, Castor und Pollux. Castor ist das Menschliche, Pollux ist das Göttliche. Das zum Entdecken, dass du ein Teil bist auf dem göttlichen Schöpfung. Einen anderen Bewusstsein, das ist einen höheren Bewusstsein. Dann unterstützt dich die Krebsenergie, die Familie im Hintergrund, ganz klar, aber auch, dass du dieses Feingefühl hast, das Leben mit Gefühlen wahrnehmen und auch die Gefühl zum Haben, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln, wann ist besser zurückziehen. Und dieser Krebs zeigt auch die Intuition. Wenn du das entdeckt hast, deine Intuition und deine Inspiration und glaubst, dass du diese schöpferische Kraft hast und hast einen höheren Selbstbewusstsein, dann hast du dein Fundament gefunden. Und das, was Saturn dir belehrt. Mars ist in dein Horoskop rückläufig. Und diese Rückläufigkeit zeigt karmischen Themen. All das, was wir in früheren Leben schon erlebt haben. Sicherlich, das ist wichtig, das nochmal anschauen. Nicht umsonst kommt diese Rückläufigkeit. Da entsteht wieder eine gewisse Lernaufgabe. Mars ist deine Kraft und auch deine Männlichkeit. Mars ist der Mann. Und Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Widder,
im zweiten Lebensbereich, also hat mit deinen Werten und hat mit deinen Finanzen auch etwas zu tun. Also erstens hast du hier mit dieser Rückläufigkeit karmischen Themen etwas zum Lernen. Zweitens, Mars herrscht über die Tierkreiszeichen Widder. Also Mars hat eine ganz, ganz starke Position. Und diese Männlichkeit kommt bei dir sehr stark im Ausdruck. Mars im Widder ist natürlich nicht zum Bremsen, weil das ist ein Impuls, was niemand bremsen kann. Aber wenn das zum Beispiel um Finanzen geht und ist schwer zum Bremsen, natürlich ist das nicht einfach, dann die finanziellen im Griff bekommen. Was dir hilft, das ist die Stierenergie, weil das zeigt auch die Reichtum. Das Geld kommt wieder, also das Geld geht nicht verloren, aber der Impuls kann kommen, Geld ausgeben. Aber hier im zweiten Lebensbereich handelt es sich nicht nur um Geld, sondern auch Werte, Selbstwertgefühl. Und das wäre wichtig, auf diesem starken Mars verinnerlichen, weil das ist deine männliche Kraft. Und das ist nicht nur in Partnerschaft oder du als Mann ausschaust, sondern das bedeutet auch, wie du dich durchsetzt im Leben, wie du dich behauptest im Leben. Und das kannst mit Widder Mars sehr gut. Aber manchmal kommt das so impulsiv und vielleicht diese Rückläufigkeit, was auch bremst ein bisschen, ist auch ein Vorteil, weil dann kann so zum Beispiel zu einem Wutausbruch auslösen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist auch rückläufig, also zeigt auch karmische Themen. Und Uranus befindet sich im Wassermann im 11. Lebensbereich. Hier kommen oft Umbrüche und Veränderungen im Freundeskreis. Neptun ist auch rückläufig. Neptun ist auch nicht so einfach zu beschreiben oder verstehen. Neptun hat einen Einfluss auf unsere Träume. Das sind die Bilder, die Traumbilder. Künstler brauchen unbedingt die Neptun-Energie, weil das ist die Inspiration. Das ist auch unsere Fantasie, diese bildhafte. Das ist alles Neptun-Energie. Aber das kann man so schwer greifen oder zu verstehen auch. Und manchmal ist das so täuschend. Und diese Neptun-Energie können wir auch natürlich auf Täuschungen, Enttäuschungen auch verstehen. Und wenn das darum geht, dass uns jemand etwas vortäuschen möchte, und dann sind wir enttäuscht, dann sollen wir auch in diesem Bereich ein bisschen vorsichtig sein. Wenn das um Kunst und Kreativität handelt, dann ist das wunderbar, weil das ist die Inspiration. Neptun ist rückläufig und befindet sich im Steinbock, im 10. Lebensbereich. Also hat mit deinen Berufung etwas zu tun. Das kann ein Hinweis sein später, dass du vorsichtig sein sollst, dass dich im beruflichen Weg niemand was vorspielen kann oder dich vortäuschen kann, damit du dann nicht zum enttäuscht wirst. Aber wenn du
als Künstler arbeitest, dann hast du hier wirklich ein ganz großes Potenzial mit Neptun-Energie. Weil das kannst du verwirklichen. Und im Steinbock hast du diese Kraft, das in Tat umsetzen. Und so würde ich sagen, du hast zwar auch eine gewisse Heilenergie oder ich könnte vorstellen, in Richtung Medizin arbeiten, aber wenn ich das Gesamte anschaue, würde ich eher sagen, künstlerischer Bereich. Pluto zeigt den inneren Kraft und befindet sich im 9. Lebensbereich in Skorpion. Pluto fühlt sich in Skorpion sehr wohl, weil Pluto herrscht über die Tierkreiszeichen Skorpion. Das ist Macht und Kraft. Das ist die innere Kraft. Pluto bleibt aber konzentriert in seine Kraft. Alles, was diese Kraft raubt, verabschiedet Pluto. Pluto kann das gar nicht erlauben, dass jemand diese Kraft wegnimmt. Und diese Pluto-Energie ist das, was im Leben erhalten bleibt. Das ist das Kreislauf des Lebens, auch die Regeneration. Und das hast du auch in dir, gerade im Skorpion. Das ist deine innere Kraft, deine Überzeugungskraft. Und das ist eine große Reise. Und das kann auch eine innere Reise sein. Dann hast du einen Zugang zu deiner Intuition, auch zu deiner Inspiration. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und bei dieser Strecke kommen die Einflüsse von anderen Sternen. Und das schauen wir auch an. Dein Lagna oder Aszendent ist Fisch und befindet sich in ein Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Revati. Das ist die letzte Mondhaus und symbolisiert das Ende. Und das ist nicht das Ende an etwas, sondern dieses Mondhaus gibt einen Hinweis, alles einen krönenden Abschluss zu bringen. Das heißt, das ist dein persönliches Anliegen, alles, was du beginnst, zu Ende bringen, dass du das nicht aufgibst, sondern du bringst es immer zum einen krönenden Abschluss. Und das ist dein Erfolg. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Jungfrau. Und dieses Mondhaus heißt Chitra. Und das ist der Balancepunkt. Balancepunkt, du brauchst deine Sonne, was dein Selbst symbolisiert, du brauchst die Gleichgewicht, immer die inneren Gleichgewicht. Dieser Mondhaus wird von Spica bestrahlt. Diesem Stern Spica war bei Römer verehrt. Das ist die Weizenehre der Jungfrau und zeigt Ernte. Und das ist deine Arbeit. Das heißt Gewinn. Das trägt Früchte. Manchmal muss geduldig sein, aber das trägt Früchte. Mond befindet sich im Steinbock. Und dieses Mondhaus heißt Uttarashada und heißt höheren Selbst und hohe Ziele, hohe Ideale, das nicht aufgeben. Auch wenn andere sagen, oh, was träumst du denn, das erreichst du sowieso nicht.
bleib bodenständig. Als Jungfrau neigst du vielleicht dazu, ja, hast recht, ich muss bescheiden sein. Bleib bei diesen hohen Zielen und hohen Idealen. Und auch dein höheren Selbst. Du brauchst dieses Bewusstsein. Das ist dein beruflicher Erfolg. Hier ganz oben. Mars. Das ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und mit dieser Mars-Energie kannst du wirklich behaupten im Leben. Und das zeigt auch deine Männlichkeit. Hast ein ganz starkes Mars im Widder. Mars befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Kritika und wird bestrahlt von den Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Regengeschwister, waren verehrt bei Ägyptern, weil die Plejaden waren die Vorbote der Regenzeit und das war die fruchtbaren Boden, die Nilüberflutung. Also zeigt hier Fruchtbarkeit. Und genau in diesem Bereich, und das ist so zwischen Widder und Stier, da in diesem Bereich befinden sich die Hyaden und die Plejaden, da ist die goldene Torte Ekliptik. Und das bedeutet, das, was Frau Holle erzählt, die Einstellung im Leben. Wenn du von dir selbst überzeugt bist und das beeinflusst deine Persönlichkeit und dein Werten, dein Selbstwertgefühl, dann bist du die gewinnerte Leben, die Goldmarie. Da regnet auch Gold, gerade hier im zweiten Lebensbereich, wo um Finanzen geht. Aber wenn die Lebenseinstellung anderes ist, ich kann das nicht, ich traue das nicht zu, das ist die falsche Lebenseinstellung, dann geht das alles in andere Richtung. Dann ist das die Pechmarie. Gerade in diesem Bereich, wo die Plejaden wirken, ist sehr wichtig die Orientierung. Bin ich die Gewinner im Leben oder bin ich die Verlierer im Leben? Bin ich die Goldmarie oder die Pechmarie? Merkur. Merkur zeigt deine Jugend. Aber nicht nur das, sondern das ist das Wissen, das Austausch, und auch die Handlungen und Kommunikation. Merkur befindet sich im Waage. Und jetzt muss ich etwas Wichtiges sagen. Schau mal, dein Mars, das ist deine Kraft, das kommt so impulsiv im Widder, das ist nicht zum Bremsen. Und dann sagst etwas oder tust etwas, was du später bereust. Und dann hast du Merkur gegenüber im Waage, Merkur im Waage und Waage möchte die Harmonie und die Frieden und Waage möchte alle recht machen, möchte man beliebt zu machen und dann hast du hier einen gewissen Widerspruch. Der Impuls kommt, du hast Wut und du zeigst es, weil du kannst es nicht bremsen. Und dann bereust du das, dann kommt die Waage-Energie hier und möchtest niemand verletzen. Dann möchtest du die Harmonie und Merkur bringt das in Sprache. Dann hast du Schuldgefühl oder versuchst es nochmal anzusprechen. Und das ist wichtig, ausbalancieren. Das vielleicht ein bisschen bremsen und du musst dich nicht alle recht machen. Und du musst dich auch nicht immer entschuldigen, nur wenn das angebracht ist. Und du musst dich nicht bei jedem Menschen beliebt zu machen. Und so findest du die Balance. Und du brauchst diese Balance, weil deine Sonne steht im Balancepunkt. Und wenn du diese Balance nicht findest,
Was passiert dann hier im sechsten Lebensbereich? Das kränkt dich dann. Also versuchst das im Gleichgewicht zu halten. Merkur im Waage befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Svati. Sva bedeutet selbst. Ati bedeutet Seele. Und das ist sehr wichtig, das im Ausdruck zu bringen, dass du selbst bist, so bist, wie du bist. Dann bist du in Einklang auch mit deiner Seele, auch mit deinem Selbst. Wie die anderen darüber denken, das kann doch egal sein. Das bedeutet nicht, dass man rücksichtslos sein kann oder sein soll. Das meine ich nicht. Aber du kannst nicht jedem einzelnen Menschen recht machen. Geht nicht. Also steh zu dir selbst. So wie du bist, so bist du in Ordnung. Und dieses Svati zeigt das auch. Das musst du in Harmonie bringen. Das ist deine Schönheit. Und dann kommst du mit anderen auch besser klar, weil du bist von dir selbst überzeugt und sie sollen deine Persönlichkeit respektieren. Jupiter, zeigst deine Größe auch im Waage und das ist schon auch die Schönheit. Und für dich ist das sehr wichtig. Und das zeigt Jupiter die inneren Sonne, einen schönen Inneren. Und das hast du auch. Jupiter befindet sich auch in diesem Mondhaus Chitra, wo die Balancepunkt ist. Dein inneren Sonne zeigt auch, wie wichtig das ist, die inneren Gleichgewicht, dieser Balancepunkt. Und dann kommt der Einfluss von Spica, die Weizenehre der Jungfrau, das trägt Früchte. Venus ist in Skorpion und befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Anuradha und bringt Glück. Und dieses Liebesglück hast du. Du wirst Glück haben in die Liebe Partnerschaft. Im Indischen wird das beschrieben, dieses Mondhaus Elefanten reiten. Und das war so ein Symbol für Glücksbringende. Saturn im Krebs. Dieser Mondhaus heißt Pushya und bedeutet ganz starke Intuitionen. Und das hast du hier und das ist dein Basis. Auf diese Intuition kannst du vertrauen. Nicht nur Intuition zeigt dieser Mondhaus, sondern auch dieses Gefühl, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln und wann ist besser zurückhaltend sein. Und wenn hier ein Mars-Energie kommt, was du nicht bremsen kannst, dann dieser Krebs hilft dir. Deine Intuition sagt auch, mach langsam, warte noch, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Also vertraue auf deinen inneren Stimmen. Jetzt kommt Rahu und Ketu. Ketu ist der Drachenschwanz und zeigt die alte Karma, die alten karmischen Erinnerungen. Und dieser Ketu befindet sich im Jungfrau, hier in diesem Bereich, und wird bestrahlt von Vindamiatrix. Dieser Mondhaus heißt Hashta. Der Mondhaus heißt Hashta und bedeutet übersetzt Hand und Handlungen. Und das hast du vom früheren Leben, hast immer gut gehandelt. Vindamiatrix hat auch einen Einfluss und dieser Vindamiatrix wurde bei Griechen verehrt, bei Römern verehrt.
Das ist die Weinleserin und steht in eine ganz enge Verbindung zum Weingott Dionysos und zeigt Lebensfreude. Du brauchst bei deiner Arbeit, weil das hat einen Einfluss auf deine Arbeit hier im Jungfrau, du brauchst gute Handlungen mit Lebensfreude. Nicht zu streng, sondern lass diese Lebensfreude einfach zu. Rahu ist der neue Weg, was deine Seele so ausgesucht hat, zum Entfalten oder etwas lernen. Rahu steht in Tierkreiszeichen Fischen, hier. Und dieser Mondhaus heißt Revati, so wie dein Aszendent auch. Deine Seele hat einen Weg, einen Lebensweg ausgesucht zum Lernen, dich zum Entfalten, zu dir selbst zu stehen, zu deinem Aszendent. Das ist dein Selbst, deine Persönlichkeit. Bringt deine Persönlichkeit im Ausdruck. Und das mit Fischenenergie, mit diesem Mondhaus Revati, einen krönenden Abschluss zu bringen. Uranus ist im Wassermann und befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Shatabisha und hat hier einen Einfluss auf deinen Freundeskreis. Und Shatabisha heißt 100 Ängste und 100 Glück. Solange bis du Angst hast und das sind die Begegnungen mit Freundschaften. Weil du dich beliebt machen möchtest, dass du dich behaupten möchtest. Und kann sein, dass sie dich täuschen oder etwas vortäuschen oder täuschen oder neidisch sind. Kann natürlich auch bedeuten. Und wenn du Angst hast, diese Angst blockiert, wahre Freundschaften aufzubauen. Wenn du deine Angst überwunden hast und sagst, ich habe diese Wassermann-Energie und Wassermann vermittelt, ich bin einzigartig, außergewöhnlich und du findest auch solche Freunde. Gleiche zieht auch gleiche an. Dann brauchst du gar nicht allzu viele Freunde zu haben, aber dann hast du wertvolle Freunde und dann verlierst du diese Angst und sofort kommt das Glück, weil dieses Mondhaus heißt 100 Angst, 100 Ängste und 100 Glück. Solange bis die Angst da ist, blockiert das Glück. In dem Moment, wo die Angst weg ist, dann ist das Glück da. Und tatsächlich in diesem in dieser Strecke, in diesem Bereich in Tierkreiszeichen Wassermann und die Nähe von Wassermann sind ganz, ganz viele Glückssterne im Himmel. Pluto befindet sich im Steinbock und dieser Mondhaus heißt Shravana und das bedeutet Adler. Du brauchst einen Adlerblick. Oder wenn du dich beruflich entfalten möchtest, dann steig immer von oben. Nie von unten anfangen. Du brauchst dieses Bewusstsein. Du bist ganz oben schon angekommen. Und das ist dein Erfolg. Und von oben hast du den Weitblick. Das ist dieser Adlerblick. Pluto in Skorpion befindet sich im Mondhaus Jeshta und das bedeutet, du brauchst diese inneren Kraft und diese Kraft verspürst dann, wenn du Erfolg hast und Anerkennung bekommst. Und du sollst diesen Respekt auch verlangen, weil das stärkt dich innerlich. Nun, Sonne, Mond und die Planeten kommunizieren auch miteinander. Die sind miteinander verbunden, ein Netzwerk. Pluto hat einen sehr guten Einfluss auf deine Persönlichkeit. Pluto bestrahlt deine Persönlichkeit und sagt dir klar und deutlich, vertraue auf deine Kraft. Du kannst alles erreichen im Leben. Zeig Stärke. Und diese Stärke kommt weniger mit dieser Mars-Energie, dieser impulsive Handlung, sondern Pluto von innen heraus. Dich zu beweisen, davon überzeugt zu sein. Das ist auch Kraft, Überzeugungskraft. Sonne bestrahlt dein Aszendent auch sehr schön.
Und das ist auch eine gute Unterstützung. Das ist der Vater oder dein Selbst. Bist du in dir selbst sehr stabil? Aber du sollst du, und das ist die karmische Lernaufgabe, auch im Ausdruck zu bringen. Nicht weglaufen oder im Hintergrund bleiben, sondern das auch zeigen. Sonne Pluto steht auch sehr schön in Verbindung. Sonne Pluto ist auch eine sehr harmonische Verbindung, das wieder die Stärke und Kraft. Merkur, Venus stehen auch eine harmonische Verbindung. Das ist die Liebe, Partnerschaft, auch die Kommunikation, die schöne Sprache, auch später die Verbindung zu deiner Partnerin. Merkur, Uranus steht auch eine sehr schöne Verbindung. Und Uranus hatte mit Ideen etwas zu tun. Uranus auch gerade im Wassermann Ideenreichtum. Und dann kannst du mit diesem Merkur-Verbindung das natürlich schön vermitteln, in die Sprache zu bringen. Liebe Tiarin, so könnte ich dein Horoskop erklären. Und liebe Aswarila, ich möchte mich bedanken für diese Ich möchte mich nochmal bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.